Amma, es wird jetzt auf jeden Fall für dich nicht einfacher. Jo, was geht ab, Freunde? Met hier am Start. Und heute heißt es wieder Kreisliga Challenge. Und heute haben wir Hans Rapay mit am Start. Hans, willkommen. Danke dir. Ich freue mich schon. Hans Rapay, gefällt das. Ja, er hat gerade schon gesehen, wie Kenny abgeschnitten hat. Ist top motiviert. Ihr könnt die Folge vom Kenny auf jeden Fall in der Videobeschreibung abchecken. Genauso wie die Kanäle von den Jungs. Denn da haben wir richtig geile Sachen gedreht. Alles in der Videobeschreibung abchecken. Unter anderem auch mit Marco Höger. Also richtig coole Challenges sind dabei rumgekommen. Abchecken. Und heute haben wir die Kreisliga Challenge. Hans Rapay stellt sich dieser Herausforderung. Und normalerweise bei 15 Schüssen wird man ja sagen, macht Hans Rapay 16 rein. Mal schauen, wie viel wir heute schaffen. Hans, wie viel erwartest du von dir selber? 16 ist zu wenig, 17. 17 gibt ja auch die doppelte Punktzahl. Deswegen, das geht. Das geht heute sogar, dass man auf diese Punktzahl kommt. Ihr könnt gerne ein Like da lassen, schreibt einen Kommentar, wer als nächstes hier antreten soll bei der Kreisliga Challenge. Abonniert den Kanal kostenlos. Und jetzt würde ich sagen, Hans, wir legen mit den 5 Elfmetern los. Danach geht es an 16er 5 Mal an die Latte. Und dann kriegst du Bälle über die Schulter vom Kenny geworfen. Ich hoffe, das geht gut. Ich hoffe auch. Und dann schließt du bei mir ab. Ich würde sagen, viel Spaß, viel Erfolg. Let's go. Let's go, let's rock it. Oder uno, los. Einen Ball holst du jetzt immer wieder, ich krieg jetzt einen anderen. Mann! Ist Schalke auch mal auf Platz 1 in einer Tabelle. Vorerst. Wer weiß, wer noch kommt. Was funktioniert? Durfst du mal einen Elfer schießen? Nee, durfte ich nicht. Außer. Wir waren im Pokal und da gab es Verlängerung, dann Elfmeterschießen gegen 1860 München und da habe ich ihn reingemacht. Doppelten halt auf jeden Fall, reicht schon mal. Okay. Du kannst da hängen schon, du schießt ein Eck. Ich habe den Braten nicht getraut. Also ich würde sagen, top vorgelegt. Aber jetzt kommt die Disziplin, da hat der Hans, glaube ich, seine Schwächen. Das stimmt. Crossbar-Challenge, habt ihr vielleicht schon in der Sendung mal gesehen. Das ist nicht so sein. Aber ich habe trotzdem gewonnen. Hans Rapay, gefällt das. So, Freunde, die 5 Bälle für die Lattenschießen-Challenge liegen bereit. Hans, was sagst du an? Wie viele triffst du? Ja, eben habe ich ja gesagt, 5 von 5. Und hier ist... Ah, da ist nicht so meine Disziplin. Hans Rapay kann mit 2 Fingern 3 Bälle Bier bestellen. 2 von 5. 2, sagt er. Ja, bin ich mal gespannt. Das ist trotzdem gut. Also 2, vielleicht triffst du ja auch nur den letzten, da hast du auch 2 Treffer. Ja, ganz genau, deswegen. Deswegen, die Bälle liegen breit. Let's go. Zeig mal, was du drauf hast. Lattenschießen beginnt jetzt. Viel Spaß. Darf ich Probeschießen noch? Nein. Ich sag Probeschießen, wenn er trifft, dann ist der Kill der. Nein. Gibt's hier nicht. Knallhart, Freunde. Probeschießen gibt's nur im Fernsehen. Hans Rapay, Nummer uno. Der ist gut. Ein Tick zu hoch, ein Tick zu hoch. Hans Rapay zeigt zum ersten Mal Nerven in dieser Serie. Oh, das war nichts. Das war gar nichts. Da verlassen ihn die Kräfte. Wie ist dieser Mann einen Marathon gelaufen? Ohne Ball. Ja, demnächst mit Ball. Und da kommt Nummer 3, der ist gut. Oh! Nummer 4, Freunde. Und der sieht gut aus und wieder zu flach. Ich fasse es nicht. Hans, was ist da los? Ich kann das jetzt, mit dem letzten Schuss, kann ich das natürlich noch um richtig drehen. Weil der letzte Schuss zählt 2 Punkte. Ich habe gesagt, 2 Punkte. Also muss ich ihn jetzt treffen. Dann ist alles gut. So sieht's aus. Und ich sage mal, wenn einer das vorhersagt, dann Hans Rapay. Schön Druck noch da reingemacht. So, Freunde, Hans mit Nummer 5. Der sieht gut aus. Und er trifft! Er trifft! Das ist unglaublich! Nicht umsonst nennt man ihn auch Chuck Norris. Ja! Er sagt es an und er trifft tatsächlich den letzten. Somit hat er 8 Punkte und es geht in die letzte Runde. Und ich würde mal sagen, für alle Anwärter, die jetzt noch kommen, das ist eine Hausnummer, der man hier vorlegt. Mal schauen, wie du die Würfe vom Kenny jetzt verwerten kannst. Ne? Das ist nämlich das Problem.
Kenny wirft jetzt die Bälle. Aber der ist ja eigentlich Handballer. Das müsste er können. Das kann er nicht. Weil Handballer will immer mit einer Hand werfen. Aber er müsste mir die Bälle mit zwei Händen so zuwerfen. Guck mal, wer da ist. Guck mal, wer da ist. Hans, mach dir mal keine Sorgen. Ich werf dir die Dinger ganz butterweich über die Schulter. Okay. Ich hab schon Angst. Bist du bereit? Ich bin bereit. Jetzt geht es um alles. Das bedeutet, es kommt darum an, wie Kenny wirft. Geht los. Mein Phoenix, er will zu viel. Zu zentral. Replay. Das war meiner. Ein Start nochmal. Na klar. Ja! Scheiße geworfen, aber egal. Stark. Ich würde sagen, da kann sich der Hammer warm anziehen. Freunde, Hans Rappay mit 12 überragenden Punkten. 12 Punkte sind nicht überragend, sind aber ein guter Wert, ich glaube, um vorgelegt zu haben. Ja, aber es ist trotzdem okay. Es ist okay, auf jeden Fall. Hammer, es wird jetzt auf jeden Fall für dich nicht einfacher. Also, ich bin gespannt, ob du mich schlagen kannst. Der Coach macht hier Ansagen an den Hammer-Freunde. Vielen Dank, Hans, dass du dabei warst. Vielen Dank auch an Kenny. Wie gesagt, check die Sachen bei den Jungs ab. Und wie gesagt, da kommen noch einige Sachen. Gerne abchecken. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar, wer als nächstes dran sein soll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao.